So, den Cosmin noch einmal vernünftig begrüßen. Weil ob er das jetzt wirklich geschnallt hat, ist wieder so eine andere Frage. Ja, eine Frage an den Stream. Es werden ja wahrscheinlich nicht alle gesehen haben. Was sagt ihr zu meinem Protoss-DK? Selber gebastelt, Freunde. Aber man sieht es vielleicht gerade nicht, weil ich die Lampe abgehangen habe. Darum ist das hier ein bisschen dunkler als sonst. Aber ich mag das nicht, wenn das immer so mitten in der Nacht so mega hell einfach ist. Das ist immer... Kennt ihr das? So dieses Ding. So, es muss so dunkel im Zimmer sein, dass man sich immer auf seinen PC konzentrieren sein. Aber es darf nicht so dunkel sein, dass wenn du aufstehst und auf Toilette musst, dass du die Tür nicht mehr findest und gegen 14 Sachen gegenläufst. So, der Scheinmond hat keinen Sound. Oh nein, das ist natürlich hart. So, jetzt scheint es zu gehen. Oben links gespawnt von dem Core-Gamer. Gerade noch mal gepaust, weil er keinen Sound hatte. Der Mann, der beim letzten Mal gefehlt hatte. Grandmaster seines Zeichens. Es ist Shy-Moon. Wir sind auf Frozen Temple. Auf der anderen Seite wartet sein Gegner von den Pro Kings. Er trägt Rot, was sehr seinem Team Decay hier schmeichelt. Das Gas kommt schon. Die Barracks. Tatsächlich nach dem Gas geplaced. Seien wir gespannt auf den Playstyle von Bayaku. Das war doch mal eine richtig geile Ansage. Oh. Two Rex Reaper oder sehen wir drei Rex Reaper? Da müsste jetzt eigentlich das zweite Gas adden, aber das sieht nach Two Rex Reaper Opener aus. Ja, muss er gucken, ob er, je nachdem wie viel Schaden er macht, ob er danach die Factory nachzieht und das soll innen spielt oder ob er einfach danach expandiert. Oh, Shy Moon. Shy Moon scheint hier aber. Warte, das wird doch Clock Banshee Opener, oder? Er hat jetzt Doppelgas. Genügend Gas auf alle Fälle, um sich gleich einen Reaper zu holen und die erste Factory zu basteln. Ja, da kommt's. So, und Boyako. Der bleibt ja auf Turex. Turex Reaper ist ein starker Pressure-Build. Oh, ich hoffe, dass Shaimu mit dem. Oh nein, der bleibt. Nein, der bleibt mit dem Reaper nicht defensiv. Oh, da kriegst du richtig aufs Maul. Ich hoffe ja nicht, dass er einen Addon an die Kaserne schraubt. Er braucht auf alle Fälle einen zweiten Reaper. Und dann braucht er einen guten Trade oder so, wenn er den ersten irgendwie rausnehmen kann. Lucky in die KD8-Charge schmeißen kann. Dann kann das vielleicht mal wer. Wie, da war ein GG. Sollst du lügen? Na, for you, Erzo. Ich weiß immer noch nicht, wie ich. Now, Erzo. Ich weiß immer noch nicht, wie ich deinen Namen aussprechen soll. Oh mein Gott. Oh, die Reaper haben sich schon gesehen. Sehr schön. Also, Scheinmund weiß, okay, warte mal, da sind mindestens zwei Reaper. Oh, Junge, pass auf! Ah! Das Schlimme ist, die followen jetzt natürlich auch. Oh, und da muss er Worker ziehen. Da muss er leider Worker ziehen. Oh, die KD8 Charge hier. Oh, er kann. Warte mal, hat er überhaupt einen Worker verloren? Nee, hat er gar keinen Arbeiter verloren. Kann jetzt tatsächlich die Reaper raustreiben. Baut jetzt einen Reaktor an der Kaserne. Oh, auch der Heldin, der ist jetzt richtig Gold wert. Wenn der guten Line-Damage rauskriegt. Ne, klar, die Expansion ist jetzt delayed. Aber wenn der Reaper guten Line-Damage rausbekommt, dann machen die Reaper gar nicht mehr so viel. Und weil er gleich den Reaktor hat, dann hat er dann mindestens das gleiche Production-Potenzial wie bei Jakku. Er hat sogar noch ein bisschen Mineralien gespart. Die Reaper wollen es anscheinend auch nicht übertreiben. Also er hat jetzt 5. War schon eine gute Anzahl. Aber wenn der erste Panzer hier rauskommt und Shaimu dann noch ein bisschen Armee zum Blocken hat, dann sollte es ja eigentlich richtig, richtig gut gehen. Weil die Reaper sind halt ein Investment, ne? Die kosten Gas, die Mistviecher. Und zwar 50 jeder. Ja, das ist halt nicht wie wenn du da mit 10 Marines rumrennst, sondern Gas-Units möchtest du halt nicht gegen Mar aber die beiden Marines, das wird nicht reichen. Und immer wieder wird ein Worker runtergeschickt, so hier, bau das Ding mal zu Ende. Na, was ist mit den anderen passiert? Ah, mach dir darüber keinen Kopf, Freund. Das ist alles nicht so schlimm, da passiert schon nichts. Wird immer wieder neuer Arbeitsvertrag aufgesetzt. Ja, werde ich dann von meinem Vorgänger angewiesen. Ah, das ist nicht so ganz einfach. Bau einfach die TC zu Ende, komm, mach. Oh, wie besprochen. Ah, da kommt der Scan genau im richtigen Moment von Bayaku. Also, der hat unglaublich gutes Timing, wann er wann, wie, wo scannen muss. Hat es hier genau gesehen, alles klar, das Technip arbeitet, da kommt irgendein Upgrade. Und er sieht es halt am Starport. Das wird wohl eine Cloak Banshee. Also, hat selber jetzt den Starport oben, kann sich entscheiden, okay, baue ich einen Raven.
Oder beziehungsweise baue ich einen Viking und dann einen Raven. Hat auch schon einen Cyclone im Bau. Entscheidet sich lieber für den Liberator. Ich mich halt frage, okay, warum hat er mit den Reapern nicht mehr gemacht? Der wäre durchaus mehr gegangen, oder? Ah, thanks, Cosmin. Oh. Oh, da kommen die Reaper. Und da hatten wir direkt das erste Opfer. Ah, vor allen Dingen, Scheimon hat die ganze Zeit hier oben seinen Viking stehen. Und der sieht einfach genau, wo die rumrennen. So, da ist Mr. Banshee. Und der Cyclone, der wartet. Aber an der falschen... Oh, oh! Oh, da geht auf alle Fälle der erste Schaden rein. Und Cloak ist noch nicht ganz fertig, also er kann den Schaden nicht evaden. Da geht die Banshee einfach down. Ja, in die Vernichtung. Da braucht nicht mal einen erwischen. Das Ding hat einen langen Weg bis nach unten. Also Byaku darf man nicht unterschätzen. Der Mann, der kennt sich auf jeden Fall aus. Der weiß, wann im TVT welcher Blödsinn kommt, je nachdem, was er da drüben hat. Ich finde es halt sehr interessant, dass er einfach mit den Reapern nicht weiter draufgegangen ist. Also hat er gar nicht mit overcommitted oder so, hat versucht, übelst viel Schaden zu machen. Dafür macht er jetzt mit den anderen Units mehr. Oh, da muss er aufpassen, dass er den Cyclone nicht einfach verliert. Und das reicht halt nicht. Oh, jetzt gehen die Reaper doch nochmal rein. Da gehen auch tatsächlich noch ein paar Worker down. Klaut auch nochmal Mining Time. 10 Worker insgesamt. Sag jetzt nicht, der Liberator ist wieder da tatsächlich. Der hat gerade nochmal wieder... Also der hat jetzt schon 6 Kills. Der Byaku, der ist halt strong. Auf der anderen Seite die Banshee. Das ist, glaube ich, die zweite, die er gebaut hatte. Hat halt fast nichts gemacht. Ein Worker getötet, so. Sieht nicht so gut aus für den Shaimon. Hat auch noch eine Banshee dabei. Aber ganz im Ernst, der Cyclone steht noch. Turret wird jetzt hinten hochgezogen. Also wenn der... Das Einzige, was ich ihm vielleicht zuschreiben würde, wäre vielleicht, wenn Byaku jetzt einfach rüberfährt, weil er hat auch schon 3 Panzer. Hat halt nur einen Medivac für Tankivex. Aber ja, wenn er da vielleicht einen Tank snipen kann oder so, beziehungsweise müsste er auf jeden Fall den Cyclone rausnehmen. Ah, das Timing von der dritten noch so bei beiden ziemlich gleich. Ja, und da geht Banshee Nummer 3, also... Bis jetzt war das einfach nur teuer. Hat da gerade das Orbital Command abgebrochen, um jetzt das Planetary Fortress dahin zu setzen. Turtle Style Engage, der Byaku, also drittes Command Center. Einfach zum Planetary zu machen. Sieht man jetzt auch nicht so mega häufig. Und dieser Cyclone. Jetzt wirklich? Schießt er einfach den Viking ab? Ist das ein... Also... Ich würde ja fast sagen, die treffen sich des Öfteren auf der Ladder, weil sonst kannst du da ja nicht so an den Viking rangehen, ne? Also der ist ja genau nach oben gefahren, hat genau gesehen, wo der stand, aber sonst fährst du ja nicht da oben in die Ecke. Bitch, please. Die Entscheidung mit dem Planetary finde ich halt interessant. Nimmt die natürlich ein bisschen Income. Da kommt halt... Ah, jetzt weiß ich auch, warum man den weghaben wollte. Er hat halt gecheckt, ob da was ist. Hier ist nämlich der Doppeltrop unterwegs. Und zu Hause... Na, da wartet ein Cyclone. Der reicht aber auch nicht, um das Medivacal komplett raus runter zu ballern. Ja, und da ist ein Panzer mit dabei. Und... Na, dementsprechend auch noch 12 wütende Marines. Ja, da werden 2 Panzer erstmal hochgedroppt, die Worker... Ja, erstmal grob abgezogen, aber natürlich stehen die immer noch in der Nähe. Sollen jetzt hier reparieren. Oh, macht das Schaden. Oh, macht das Schaden. Unten gleichzeitig auch noch ein Drop drin. Also Scheinmond wird hier gerade richtig aufgerieben. Verliert so viele Worker. 41 down jetzt. Ah, seine Banshees haben halt auch keinen Schaden gemacht. Das ist halt ein Commitment. Damit musst du auch was anrichten. Und da kommt der nächste Doppeldrop. Der Byaku, der droppt ihn jetzt einfach tot. Schon fast das Gefühl, dass das hier ein Innovation ist. Alter Schwede, zerlegt er ihn. Da war ja vielleicht einfach ein Fehler, 3 Banshees zu bauen. Die letzte hätte sich vielleicht sparen können. Hätte er jetzt tatsächlich mehrere Vikings gehabt, wäre es gar nicht so schlimm gewesen.
Gut, er hat die besseren Upgrades auf seinen Marines sogar, weil das Combat Shield bei denen noch nicht durch ist, aber ich meine, wo meint er denn noch? Wo meint er denn bitte schön noch? 46 Worker down gegen einen. Also Byaku ist jetzt einfach, ja, Lichtjahre vorne, würde ich fast behaupten. Wie kann er das noch gut machen? Ja, das ist vielleicht auch mit ein Grund, warum er hier die Planetary hingesetzt hat. Ganz einfach. Du kannst halt eine Planetary nicht mit Marines pressuren. Ganz einfach, weil die hat auch eine entsprechende Range. Und die zeigt dir einfach den Finger und dann brennt die deine Marines kaputt. Gut, klar, du hast auch Tanks dabei, aber ohne Marine Power dauert es halt länger. Und so ein OC zum Beispiel, das kannst du einfach abreißen. Jetzt verpassen sich die beiden Hauptarmeen tatsächlich ein bisschen. Hier drüben steht noch... Ja, ein Marine steht hier noch rum. Der Pet ist gerade okay. Warte, da geht was ab. Das muss Scheimer sich entscheiden. Okay, gehe ich jetzt zurück oder wage ich den All-In? All-In würde ich ihn jetzt nicht empfehlen. Aber ich glaube, es ist egal, was er macht. Er verliert jetzt auf alle Fälle erstmal was. Ja, die dritte geht eigentlich down. Da kann er auch wirklich nicht allzu viel machen. Das 1-1 bei den Marines gerade fertig geworden. Ja, kann jetzt hier noch versuchen... bisschen was anzustellen, hat sich hier gerade den Sensor Tower geholt. Steht ja auf jeden Fall in der Production von Byaku drin. Da steht auch noch ein Panzer dabei, der macht hier große Löcher in die Marine Force. Ja, One Positioning her ist das gar nicht so verkehrt. Ist jetzt die Frage, was der noch draus machen kann. Also beide droppen gut im Supply, aber Byaku hat ja einfach mehr Army Supply, würde ich fast behaupten. Wichtig wäre noch, okay, wer kriegt hier seine 2-2 Upgrades durch und wer nicht? Ein 1-0 für die Panzer ist ja auch noch in der Mache. Ah, also die Marines hier gegenseitig. Byaku zu Hause nochmal ein paar Panzer fertig bekommen. Die müssen natürlich schnellstens entsorgt werden. Ja, da war auch kein Micro mehr mit dabei. Also, the base race is real, Freunde. Wie viel Army Supply haben wir noch? Also, da geben sich wirklich nicht viel. Da könnte es tatsächlich dazu kommen, dass Positioning nochmal interessant wird. Worker werden hier teilweise schon nach oben gezogen. Byaku will einfach nur ein paar Factories haben, um hier, ja, vermutlich nochmal ein paar Panzer zu bauen, damit er einfach sich safe nochmal aufbauen kann. Alle Gebäude werden geliftet, Freunde. Willkommen beim TVT. Ich hoffe, ihr habt die nächsten 3 Stunden noch nichts vor. Oh, das Upgrade. Die Upgrades, Junge. Wo sind die E-Bays? Hier. Oh nein, sag jetzt nicht, bei beiden werden die 2-2 Upgrades noch fertig. Oh, Scheimund, warum ballerst du unten die Gebäude kaputt, Junge? Du könntest einfach das 2-2 beim Gegner abbrechen, aber er tut's nicht. Ja, selbes geht hier natürlich für den... Ja gut, aber er drückt wenigstens direkt das 2-2 an. Aber das wird halt niemals fertig, bevor die sich treffen. So, jetzt geht's halt darum. Ja, Scheimunds Units stehen halt schon. Er hat auch... Ja, der hat einen Panzer weniger. Dafür hat er wesentlich mehr Marines. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. So, das ist jetzt auch nur eine halbe Armee. Oh, die Panzer gerade nach hinten geschossen. Die Marines versuchen da vorne was abzukriegen. Natürlich ja auch der Bait von Byaku. Der möchte natürlich die Shots in die Marines reinbekommen. Oh, verdammt, Hacke. So, jetzt stehen Gebäude da. Hier stehen ein paar Depots, damit er was bauen kann. Ja, schieß doch aufs andere eBay. Und du musst halt so aufpassen, weil wenn zwischen den Shots hier die Tanks ausladen, und das hat er anscheinend vor. Oh, die beiden Marines stehen direkt dran, kriegt jetzt von 2 Panzer. Ohne die Gegenshot zu kassieren. Schöne Aktion von Scheimun. Vielleicht ist das auch noch nicht ganz gegessen, aber er muss halt super aufpassen. Er hat halt einfach den Marine-Vorteil, ne? Byaku hat hier noch die Planetary, der meint einfach noch. Wobei Scheimun verliert auch noch Kohle. Ja, der hat jetzt in der Main wieder ein bisschen was. Und tatsächlich ist das 3-0 abgebrochen worden hier von den Panzern. Und wenn das 3-3 bei den Marines von Scheimun durch ist, ne? Also könnt ihr euch vorstellen, wie die ausrasten. So lange muss er noch stehen bleiben. Er hat leicht mehr Army Supply. Oh mein Gott, das wird so knapp. So, irgendwo habe ich gerade eine Widow mine gehört. Ja, da ist die gute. Weil hier Production von Byaku, die steht halt noch. Und die baut auch die ganze Zeit Einheiten. Wird er jetzt gerade gescoutet oder... Ja, vermutlich. Ja, tatsächlich sind hier oben noch Marines. Die sollen vermutlich abgeholt werden. Also auch Scheimund baut noch Einheiten. Oh, die Panzer. Ah, kriegen ja zum Glück nur einen Shot raus. Da brauchen wir natürlich dringend Vision drauf.
Oh, 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 oh. Er ist auch irgendwie witzig. Scheinmund wird jetzt, glaube ich, in der Main von Bayaku contained. Und also auch nicht allzu häufig. Aber da kommen noch eine Menge Marines. Und das 3-3 ist gleich fertig. Und mit einer Menge Marines meine ich schon ordentlich. Und so 3-3 im TVT, das kann halt echt hart knallen. Oh mein Gott, wenn er jetzt nicht aufpasst. Ah, Scheimun. Junge, hau ab da. Nimm am besten deine Marines mit. 3-3 ist halt fertig. Aber mit den Panzern kann das zurzeit nicht aufnehmen. Ah, der wird alles verlieren. Da wird einfach hinterher gestimmt. Jetzt muss er irgendwas machen. Ah, kann doch mal rausboosten. Hier auch kein Mining mehr am Start. Oh, was hat die Windemine getroffen? Ah, der eine Panzer von Scheimun hier. Doch sehr, sehr stark angeschlagen. Er kann auch gerade nicht scannen. Er hat gar kein Orbital Command auf dem Boden. Da ist ein Worker, der soll gucken, wo die ganzen Units sind. Und ich glaube, Bayaku ist gerade so ein bisschen unschlüssig. Er weiß nicht, okay, soll ich angreifen, soll ich es lassen? Ist das ein verwirrendes Spiel. Wir sind bei 15 Minuten. Und jetzt kommt der Widowmine Hammer. Aber von beiden tatsächlich. Ach, Bayaku hat ja auch gar keinen Planetary mehr. Er hat ja, ach doch, er hat noch ein Orbital. Wird jetzt gesagt, okay, hätte er jetzt, Planetary ist natürlich auch abgerissen worden. Hätte jetzt nur das Planetary gehabt, das wäre halt lustig geworden, weil dann wäre kein Scan mehr da gewesen. Ich liebe diese Games. Huch. Ja, die Widowmine lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, jetzt geht es einfach der Production an den Kopf von Scheimund. Er versucht hier noch davon zu kommen. Aber da gehen erstmal Rex down. Oh, die Widowmine. Oh nein. Ah, oh, die ist gerade zum Glück offline. Oh, wie lange willst du da noch stehen bleiben? Oh. Also jetzt machen sie sich beide gerade die Production kaputt. Die 3-3 Marines hier natürlich ein bisschen stärker, was das angeht. Aber der Bayaku hat einfach mehr Army Supply. Er hat vor allen Dingen auch noch eine Mining Base. Und was der vor allem hat, der hat halt Panzer, ne? Der hat 8 Stück. Und da kannst du mit deinen Marines eigentlich nur in die Röhre gucken. Wenn du gegen 8 Panzer bist. Scheimund, ja, meint jetzt auch wieder von seiner Natural. Boah, der Scan. Also Bayaku hat hier natürlich jetzt eine Basis, von der er gut meinen kann. Die ist natürlich auch voll. Und was gerade sein Problem ist, er kann halt seinen Panzer nur einen gewissen Bereich abdecken, weil er kann sich nicht richtig raustrauen, habe ich das Gefühl. Vielleicht hat er auch die Armee von Scheimund überschätzt, weil so wahnsinnig viel hat er gar nicht. Und wenn er halt keinen Platz hat, wo er richtig produzieren kann. Ist das ein Game, Freunde? Scheinbar baut hier schon wieder eine neue Basis. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Das nächste Match könnte durchaus noch ein paar Stunden dauern. Bleiben wir ein bisschen in der Ansicht von Bayaku. Oh mein Gott. Ja, Harrisman just got real. Dieses TVT, Freunde. Das ist richtig episch. Ja, Sylvanas ist gerade offline gegangen. Anscheinend ist ihr Clan war schon rüber. Jungs, wir sind gerade beim zweiten Game. Ich weiß gar nicht, was euer Problem ist. Oh, die gute alte Scouting bei Rex. Ah, die wird vermutlich sogar runterbrennen. Noch wird hier ein Long Distance Mining betrieben. Ja, scheinbar auch leicht mehr Worker als sein Gegner. Hat gerade versucht, mit dem Liberator tatsächlich Schaden zu machen. Ja, never mind. Der geht halt einfach down. Sein einziger Vorteil, wo ich wirklich sage, alter Schwede, der hat da richtig einen Vorteil, ist einfach, schaut euch das an, ne? Der hat 1-0 auf den Panzern, ne? Die knallen. Er hat, boah, sogar, also Banshee wäre vielleicht auch nochmal richtig geil. Weil so viele, wahnsinnig viele Scans hat der Bayaku auch nicht. Zweites Orbital Command kommt jetzt aber wieder. Ne? Aber er hat halt das 3-3 auf den Marines. Und da macht er tatsächlich einen Planetary draus. Oh, da stehen die Panzer in der Production. Wo sind die Units? Jetzt, weißt du, jetzt so ein Königreich für 3 Vikings, bitte. Ein Königreich für 3 Vikings. Er zieht sich anscheinend lieber zurück. Lässt eine Widowmine da. Oh nein. Oh, fast das eine Tanky weg hier gesniped. Das ist natürlich wieder extra Schaden, den man sich eigentlich nicht erlauben will.
Da muss erstmal wieder repariert werden. Also beide jetzt gerade wieder so ein bisschen mit dem Wiederaufbau beschäftigt. Das hier ist Aufbau Ost, ne, Freunde? Weil bei Jaku sieht es ein bisschen... Also eigentlich ganz gut aus. Der hat halt weniger Arbeiter. Der hat noch mehr Army Supply. Oh, der kann halt die ganze Zeit Doppelmühlen, aber... Na, die Planetary hier von Shaimun, die wird ihn jetzt auf Dauer, denke ich mal, im Game halten. Und der geht jetzt einfach pure Marine Power, weil er weiß, dass er davon eh mehr hat. Vor allen Dingen hat er das 3-3 ready. Ich weiß nicht, ob er bei Yaku mal reingeguckt hat. Bevor der sich jetzt das 3-3 organisiert, das wird richtig lange dauern. Ja, und da kommt nochmal der Banshee. Wie gesagt, und der Banshee kann jetzt einfach richtig wehtun. Ah, oh, da kommt der Scan. Eigentlich müsste er es gesehen haben. Ah, ne. Shaimun hat tatsächlich gescannt. Sieht, was hier alles ist. Er weiß halt, okay, da sind viele, viele Panzer dabei. 12 Stück an der Zahl. Also 10. Ja, wie gesagt, und jetzt einfach so 5 Vikings. Er könnte mit seinen Tanky-Wags eigentlich nichts mehr machen. Und das ist eigentlich das, wo man hin will. Deswegen jetzt vermute ich auch wieder der Starport hier. Und ja, leider die Natural hier auch gleich mind out. Sogar ein paar Worker mit drüben. Oh, Shaimun, geh nicht so offensiv mit deiner Army raus. Der Junge hat so viele Panzer. Ja, die würde man rausnehmen, ist auf alle Fälle wichtig. Also das geht die ganze, die halbe Map ist jetzt so ein Minefield geworden. Bayaku sieht auch, dass sein Gegner da kommt. Ist noch ein Gas. Aber dafür geht er extra raus. Also ich glaube, Bayaku ist jetzt tatsächlich auf dem Weg, ins Hintertreffen zu geraten. Er hat eine dicke Armee, klar. Aber Shaimun, der makrot gerade einfach wieder richtig hoch. Der verdient mehr, der baut sich wieder so sein Netzwerk auf. Das ist halt wieder eins dieser Spiele, wo man sich fragt, okay, dass die sich nochmal stabilisieren, wie ist denn das bitteschön passiert? Beide Base Race und dann fangen wir halt von vorne an. So, die Banshee hat Cloak. Das Turret ist noch nicht fertig. Jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen Angst davor, dass hier Mars Cloak Banshee kommt. Der Sensor Tower gefällt mir richtig gut. Ah, der arme Marine. Der arme, arme Marine. Doppel-Medi weg. Acht Marines. Oh nein. Oh nein. Da kommt die Tankparade. Oh. Au. Liebe muss wehtun. Also das muss echt große Liebe sein. Und die Banshee nervt ihn ein bisschen direkt in der Production. 4 Kills hat die gute schon. Und Shaimun fühlt sich jetzt zum Rausgehen gezwungen, aber er hat halt einfach... Er hat nicht die Kapazitäten eigentlich. Er hat weniger Panzer als sein Gegenüber. Er hat halt vielleicht eine Menge starke Marines. Aber davon auch nicht genügend, ne? Wobei, er hat 42... Oh, die Widowmine! Oh, war die böse. Die hat einfach so viel erwischt. Und ich würde fast sagen, bei Yakut einfach mehr. Weil sobald da keine Marines mehr sind, gehen einfach die Banshees nach vorne, töten die Panzer. Das hat auch Bayaku gerade gesehen. Hey, eigentlich sieht das gar nicht so schlecht aus. So viel hat er da gar nicht. Oh oh, oh oh. Ja, Shaimun sucht sich gerade eine Position, mit der er gut arbeiten kann. Jetzt kommt es halt auf Micro an. Ja, und auch hier kommen wieder Doppel-Ebay und die Armory. Also, auch Bayaku möchte jetzt ganz gerne plus 3 wieder haben. Ja, Worker-Count würde ich immer noch sagen. Sieht gut aus für Shaimun. Aber der muss jetzt auch innerhalb der nächsten Minuten wirklich was draus machen. Auch er baut jetzt wieder Panzer. Er baut eine Menge Marines. Er muss halt irgendwo Schaden machen. Und wenn Bayaku jetzt immer mit den Panzern ankommt und hier einfach in die Economy reinballert... Oh, das wäre so göttlich, wenn er da einmal mit ein paar Vikings hinfliegen würde. Ah, die Banshees nerven. Und das sind halt schon 2 Stück. Jetzt geht er da hinterher. Scan kommt. Kommt die nochmal weg? Ah, ne. 3-0 ist strong with him. Das war auf alle Fälle wichtig. Schaut euch das Units Lost an. Ja, leicht mehr verloren für Bayaku. Ja, beide auf... Ja, gut, Shaimun eigentlich nur noch auf 2 Mining Bases. Hat gerade viel verloren durch die Panzer. Oh Mann.
Ah, diese Widowmine. Das musste irgendwann passieren. Ja, 25 Minuten. Er nimmt sich die Third. Dieses Game ist nicht normal. Provatisator. The game was... Oh nein, jetzt versucht er wirklich den großen Goal. Tanks teilweise nicht gesieged. Die Marines, können die das hier aufräumen? Da sind fast keine mehr über. Scheibun, die jetzt alleine mit einer Handvoll. Kann eine Menge Panzer rausnehmen. Oh, da muss er sich zurückziehen. Da muss er sich tatsächlich zurückziehen. Da waren nicht alle Tanks gesieged. Der Splash Damage hat gefehlt. Oh, nee, man meint, hier ist noch eine zweite Barrikade Tanks. Aber jetzt steht er hier vorne direkt in der Production. Selber keine Panzer mehr über. Aber da laufen, glaube ich, erstmal keine Marines mehr raus. Ja, ein paar, aber die werden halt direkt gefragt. Uiuiuiuiuiui. Jetzt kommen erstmal Vikings auf Seiten von Bayaku. Da möchte ich die Medivex loswerden. Damit halt die Tanks ihre Range nicht mehr ausspielen können. Dann kommt noch eine Widowmine. Die soll dafür sorgen, dass die Tanks wahrscheinlich nicht nach unten abhauen. Kommen nochmal zwei neue Tankivex. Oh, die werden da direkt reinfliegen. Zum Glück kriegt er nur das Medivex-Schaden und nicht der Panzer, der da drunter hängt. Ja, und da geht's auf die Eco, mein Freund. Boah. Ja, selber baut Scheinmund halt jetzt auch Vikings. Werden aber erstmal ein bisschen später kommen. Haben beide 3-3. Ne, die beiden E-Base, die stehen halt hier, aber die können gerade noch nichts machen. Schöner Go von Scheinmund. So, gerade guckt man einmal im Chat, denkt sich, oh, da passiert nichts, ne? Ja, und das ist wirklich der Fehler, den ich auch ankreien würde. Bayaku hat tatsächlich Scheinmund viel, viel Zeit gegeben, sich wieder aufzubauen. Und jetzt versucht er hier sein Timing zu nutzen. Die Marines laufen einfach nach vorne. 3-3. Reißt hier dicke, dicke Löcher in die Tank rein. Na, schau dir das an. Und hier mit dem Heal noch hinten dran. Das dauert einfach mega lange, um die rauszunehmen. Na, da fallen eben ja Depots. Nur noch 65 Supply bei Bayaku. Und was da nachströmt, Freunde, das möchte ich euch gar nicht zeigen. Aber da sind keine Panzer mehr. Die einzigen beiden, die noch stehen, das sind die beiden hier hinten. Scheinen natürlich auch mit dem 1-0 hier auf den Tanks. Die Banshee soll da noch ein bisschen gegenarbeiten, aber schaut euch an, was hier drüben auch schon wieder steht. Er hat keinen Rückzugsort mehr. GG 2-1 für die Core Gamer. Ein TVT. Ja, 27 Minuten, Freunde. Das sind fast wieder Heart of the Swarm Zeiten. Wow! I like it. I really like it. Also nicht, weil jetzt die Core Gamer wieder eine Map geholt haben, sondern einfach, weil das Game sau spannend war. Dance Game, Freunde. Ich werd bekloppt. Highlight. Definitiv.